Es ist schon wieder soweit. Heute wird schon wieder Fanpost ausgepackt. Dieses Mal zwei Pakete. Und zwar dieser hier ist von Frank und Tim L. Und dieser hier, der ist von Taunus TV. Den Kanal zu Taunus TV verlinke ich euch in der Beschreibung. Heute nur diese zwei, weil guck mal, eigentlich wollte ich abwarten, bis noch mehr Pakete ankommen, aber ich werde jetzt die nächsten Tage nach Hildburghausen hinfahren. Oder beziehungsweise, wenn das Video online geht, dann bin ich bereits schon dort. Und da wollte ich das hier, was hier drin ist, also wo ich glaube, was hier drin ist, also was mir geschrieben wurde, was hier drin sein sollte, das wollte ich dort mitnehmen. Und deswegen, weil ich das hier mitnehmen will, habe ich mir überlegt, die beiden Pakete jetzt schon aufzumachen. Also jetzt Fanpost. Oder nee, wobei, ich werde diesen Paket hier als erstes öffnen und dann das hier. Genau. Und deswegen jetzt Fanpost öffnen, Start kommt. Scheiße, schon wieder Bier aus Köln trinken. Und hier als Dank für dieses Fanpaket wollen wir wieder ordentlich Bierpower sehen. Bierpower Metallgnube. Geprost und schöne Grüße aus Köln. Schöne Grüße aus Bremen. Oh. Kölner Bier. Schreckenskammer. Kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Kölsch. Gaffelkölsch. Vielen Dank. Ich werde jetzt erstmal diesen rötlichen Kölsch hier aufmachen. Endlich wieder Bier aus Köln, weil das hat voll cool Geschmack, das mag ich. Und dieses Bierpower, das werde ich am Ende des Videos machen. Und von daher vielen Dank an Frank und Tim L. für Bier. Ich kann nichts dafür, wenn hier dieses DHL das so zugeklebt hat. Oder bevor ich das Paket von Taunus TV aufmache, werde ich hier diesen blaulichen Gaffelkölsch trinken. Geprost. Der blauliche Gaffelkölsch, der schmeckt mir auch gut. Interessanter Geschmack. Aber dieser rötliche Domkölsch, der trifft meinen Geschmack viel eher. Nee, bei dem bin ich ganz vorsichtig. Also wenn das drin ist, was drin ist, dann bin ich da ganz vorsichtig. Das darf nicht zerstört werden.
High-Natur-Urin. Hier, wie versprochen, eine leckere Dose Survival-Fressen für deine Wanderungen oder Kochvideos. Die Dose ist ganz frisch und noch nicht aufgebläht. Sie ist dafür konzipiert. Der Inhalt wird mit der Zeit reifer. Wirk. Viel Spaß beim Fressen oder es zu versuchen. Lol. Beste Grüße, Patrick, Taunus TV. Viele Grüße an Patrick von Taunus TV. Und vielen Dank für das Paket. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das schmeckt. Genau. Das hier, das ist dieses Surströmming. Das heißt, da ist vergammelter Fisch drin. Das werde ich dann fressen. So, dieser Surströmming, also beziehungsweise fermentierter Fisch, beziehungsweise Gammelfisch oder Gammelfleischfisch. Das werde ich hier mit nach Hildburghausen nehmen. Und das werde ich dann mit ein paar mehr Leuten probieren. Genau, deswegen habe ich das jetzt schon hier eingepackt. Und der hat noch so viel Haltbarkeit. Oh, ich finde das so cool, dass ich das mit der neuen Kamera so zeigen kann. Hier, was da alles so draufsteht und so weiter. Das konnte man mit der Action Cam, das funktionierte nicht, dass man das so zeigen kann. Aber mit der hier funktioniert das. Das finde ich voll cool. Ich mag das. Aber trotzdem, ich werde gespannt sein, wie viel diese Wirkgeräusche kommen. Vielen Dank für die Source-Strömung, Taunus TV. So, jetzt werde ich rausgehen und auf Frank und Tim L. ein Bierpower machen gehen. Oder nee, doch nicht. Ich werde vorher hier so ein Schreckenskammer-Kölsch ausprobieren. Prüfen, wie viel Geschmack das hat. Sehr, sehr ähnlich wie von Domkölsch, finde ich. Ich merke da ganz wenig Unterschied. Aber ich würde sagen, dass der hier mir am besten schmeckt von allen drei. So, jetzt werde ich rausgehen und auf euch ein Bierpower machen gehen. So, ich bin jetzt gerade draußen und Frank und Tim L. Hier vorne ist ein Bierpower Metall Gnubel. Und jetzt werde ich auf euch ein Bierpower machen gehen. Bierpower. Ich habe gerade Bierpower gemacht und jetzt werde ich nach Hause gehen. Also sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. So, ich bin schon wieder zu Hause. Vielen Dank für die Fanpakete. Fanpostadresse wisst ihr ja unten in der Beschreibung oder im Kanalinfo. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Halt, stopp, ich wollte noch was loswerden. Viele Grüße an Nadine. Vielen Dank für deine PayPal-Donation. So, jetzt, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer verschissener Natururin. So, jetzt diese versüffte Fanpost öffnen. Hey, hier sind ganz viele Zeitungen und Papiere, die total feucht sind und sowas. Nee, ich habe Glasscherben zugeschickt bekommen.